Yo Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hart. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute beginnt womöglich eine neue Experimentenreihe. Ob es eine Experimentenreihe wird oder ob es nur bei diesem Experiment heute hier bleiben wird, liegt an euch. Auf jeden Fall habe ich ein Bügeleisen bestellt. Damit werden wir heute ein paar Experimente machen. Zum Beispiel werden wir versuchen, ob wir es schaffen, mit dem Bügeleisen ein T-Shirt zum Brennen zu bringen. Ich finde das ziemlich interessant, weil es kann ja sein, dass man irgendwie das Bügeleisen so ganz typisch vergisst auszumachen. Dann liegt es irgendwie auf dem Bügelbrett oder auf dem T-Shirt. Und dann kennt ihr ja bestimmt so die Situation vom Hören, dass das Haus dann abbrennt oder was auch immer. Das werden wir heute auf jeden Fall testen. Falls ihr noch mehr Teile mit dem Bügeleisen sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da. Und je nachdem werde ich dann schauen, ob ich daraus eine Experimentenreihe mache. Aber jetzt erstmal werden wir das gute Bügeleisen auspacken. Das ganze Experiment werden wir heute mal wieder in meiner Scheune durchführen. Das Bügeleisen habe ich ganz normal bei Amazon bestellt. Ist ein handelsübliches, normales Bügeleisen. Ich glaube, das war so das günstigste. Hier haben wir eine Anleitung, die wir nicht brauchen. Dann haben wir hier sogar einen Becher, denn man kann das mit Wasser befüllen und dann sozusagen feucht bügeln. Aber das brauchen wir, denke ich mal, auch nicht, sondern wir brauchen wirklich nur die Hitze des Bügeleisens. Und so sieht das ganze Teil hier aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowas hier noch nie in meiner Hand gehabt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Bügeleisen heutzutage so modern sind, dass sie sich irgendwie ausschalten, wenn die zu heiß werden oder so etwas. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber das werden wir auf jeden Fall noch herausfinden. Und ansonsten kann man hier an dem Rädchen drehen, das Ding, wie es aussieht, auf die Höchsttemperatur und so weiter und so fort stellen. Naja, das probieren wir hier alles gleich mal aus. Erstmal den Stecker reinmachen und dann fangen wir auch schon an mit dem ersten Experiment. Das Bügeleisen ist auf volle Hitze eingestellt, es wärmt sich jetzt auf. Ich habe hier so eine Platte drunter gelegt, so eine Metallplatte, da können wir auf jeden Fall sehr gut drauf bügeln. Als allererstes werden wir mal versuchen, mit dem Bügeleisen ein Stück Schinken zu braten. Ich lege das kleine Stückchen hier einfach mal hin und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Oh, es brutzelt. Und es qualmt auf jeden Fall. Da unten läuft schon so ein bisschen Flüssigkeit raus. Also es ist heißer, als ich am Anfang gedacht habe. Ich glaube, das wird ganz schön gut gebraten, so wie sich das anhört. Aber das Ergebnis werden wir uns auf jeden Fall gleich anschauen. Wir warten noch ein bisschen ab. Lange genug gewartet, schauen wir uns das Ergebnis an. Bügeleisen erstmal zur Seite stellen und wow, das sieht wirklich sehr, sehr knusprig aus. Es ist nicht verbrannt, sondern einfach nur, zieht euch das mal rein. Das sieht jetzt richtig knusprig aus. Also ich würde mal sagen, das ist sogar perfekt zubereitet. Das sieht echt so aus, als wenn das perfekt zubereitet wäre. Also ich finde, das Bügeleisen, das wird nicht zu sehr heiß, sondern gerade optimal, um da irgendwas anzubraten. Also ich finde, das Ergebnis ist echt top geworden. Machen wir weiter mit dem nächsten Versuch. Yam, 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 yam. Als nächstes habe ich hier eine Packung Streichhölzer. Da werden wir schauen, ob es das Bügeleisen schafft, die Streichhölzer anzuzünden, aber auch, ob es das Bügeleisen schafft, die Pappe anzuzünden. Finde ich beides wirklich sehr interessant. Und ich würde mal sagen, wir legen ein paar Streichhölzer dahin und dann beginnen wir auch gleich. Drei, zwei, eins, let's go. Jetzt heißt es abwarten und schauen, was passiert. Zwei Minuten sind jetzt vergangen. Ich hatte auch die ganze Zeit meine Hand drauf gehalten und wie man sehen kann, ist absolut gar nichts passiert. Das Bügeleisen ist zwar heiß, aber die Hitze reicht nicht aus, um ein Streichholz anzuzünden. Ich werde es jetzt mal auf diese Art und Weise versuchen, indem ich das einfach die ganze Zeit da dran halte. Aber ich denke, die Hitze reicht einfach nicht aus, um das Streichholz anzuzünden. Okay, ich habe jetzt eine Minute gewartet. Es funktioniert in der Tat nicht. Mal schauen, was passiert, wenn wir die Pappe versuchen, mit dem Bügeleisen aufzuwärmen.
Und wieder sind 2 Minuten vergangen. Schauen wir uns das Ergebnis an. Und bam, es ist nichts passiert. Oh, es ist zwar wirklich sehr, sehr heiß, aber es hat auf gar keinen Fall ausgereicht. Oh, es hat ein bisschen da dran geklebt, aber es hat auf gar keinen Fall ausgereicht, um das Stück Pappe anzuzünden. Oh, es ist echt sehr, sehr heiß. Man kann es nicht mal in der Hand halten, nur so ganz kurz anfassen. Aber nee, das Bügeleisen wird nicht heiß genug, um es anzuzünden. Wirklich sehr, sehr schade. Naja, Freunde, dann zünden wir die Streichhölzer halt einfach so an. Ich habe die jetzt mal in die Mitte der Handelscheibe gestellt. Einfach ganz normal mit dem Feuerzeug anzünden und mal schauen, wie hoch die Flamme sein wird von einer Packung Streichhölzern. 3, 2, 1, let's go. Ja, war okay. Ist wie so ein ganz kleines Lagerfeuer oder wie ein kleines Teelicht, ne? Kommen wir zum T-Shirt-Test. Also ich werde das T-Shirt jetzt hier ganz normal hinlegen, so tun, als wenn ich das Bügeleisen da drauf vergesse. Ich werde das erstmal hier drauf machen, auf diesem bedruckten, mal gucken, ob das irgendeinen Schaden da anrichten kann. Einfach so da drauf stellen und dann stehen lassen. Wir haben das einfach vergessen, Freunde. Wir werden jetzt einfach abwarten und nachdem ich das hier versucht habe mit dem Muster, werde ich das auch mal ganz normal auf der Baumwolle versuchen und mal schauen, ob es irgendwie anfängt zu brennen, ob da irgendwie ein Loch drin sein wird oder sonstiges. Wir warten jetzt einfach mal ab. Jetzt heißt es erst mal Geduld haben und damit das Ganze jetzt natürlich noch ein bisschen effektiver wird, lege ich hier oben eine Handelscheibe drauf, sozusagen als Zusatzgewicht, damit da irgendwas drauf drückt. Jetzt heißt es abwarten. So, ich habe das Bügeleisen jetzt 5 Minuten da drauf gehabt. Nehmen wir es mal runter und schauen, ob überhaupt irgendwas passiert ist. Und tatsächlich ist etwas passiert. Und zwar klebt es so ein bisschen fest, wie es aussieht, ne? Aber an dem Muster oder so kann ich jetzt auf den ersten Blick keinen Schaden erkennen. Es ist schon ein bisschen weich geworden, denke ich mal. Ich gehe mal hier gerade drüber. Aber selbst da löst sich gar nichts, passiert gar nichts. Also man braucht sich da, glaube ich, gar keine Sorgen zu machen, falls man irgendwie mal das Bügeleisen da drauf vergisst. Aber ich habe auch so das Gefühl, oh, es ist doch was passiert. Oh mein Gott, es hat sich schon ein bisschen vom Muster abgelöst. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Zieht euch das mal rein. Das Bügeleisen sieht jetzt schon ziemlich fresh aus, würde ich mal sagen. Nicht schlecht. Aber ich habe so das Gefühl, dass das Bügeleisen sich nach so ein paar Sekunden immer mal wieder ausschaltet, so eine Sicherung drin hat, dass es nicht dauerhaft heiß ist, nicht, dass es zu heiß wird. Also die Bügeleisen heutzutage, die sind auf jeden Fall etwas sicherer als die Bügeleisen, die es vor ein paar Jahren gab. Machen wir jetzt mal den Versuch mit der Baumwolle, ohne den Aufdruck da drauf. Nochmal das gleiche Prinzip, Bügeleisen drauf, dann noch hier die kleine Hantelscheibe als Zusatzgewicht. Und jetzt heißt es wieder abwarten. Und wieder sind 5 Minuten rum. Schauen wir uns das Ergebnis an. Und oh, wow, wow, wow. Das Bügeleisen ist jetzt wieder sauber. Da ist kaum noch was dran. Und ansonsten, das Muster befindet sich jetzt tatsächlich einfach so auf dem T-Shirt. Das wurde da jetzt sozusagen drauf gedruckt. Also mit dem Bügeleisen kann man sozusagen seine eigenen T-Shirts bedrucken. Nicht schlecht auf jeden Fall. Aber dass das T-Shirt anbrennt oder so, das passiert auf jeden Fall nicht. Die Bügeleisen heutzutage haben echt so eine Sicherung drin oder ähnliches. Das passiert auf gar keinen Fall. Ich würde mal sagen, ich hole mein Messthermometer. Damit können wir messen, wie heiß das Bügeleisen wird. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Hier mein Laser-Messthermometer. Falls ihr es noch nicht kennt, das kann Temperaturen von bis zu 950 Grad Celsius oder minus 50 Grad Celsius messen. Das funktioniert ganz einfach. Und zwar muss man hier damit sozusagen schießen. Ich teste das Ganze mal auf der Hand, einfach so da drauf. Da kommt dann so ein Laserpunkt und dann seht ihr die Temperatur. 62,6 Grad hat momentan meine Hand. Es ist ganz schön kalt draußen, muss ich dazu sagen. Jetzt testen wir das Ganze einfach mal hier auf dem Bügeleisen. Erstmal da unten. 63,7 Grad. Da oben. 203,2 Grad. Ich teste das nochmal da oben. Wow, 206 Grad. Das ist schon wirklich sehr heiß. Nochmal oben an der Spitze. 188 Grad. Okay, nochmal unten. 112 Grad. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wo man gerade misst. Hier in der Mitte ist es definitiv am heißesten. Teilweise sogar bis über 200 Grad. Das ist wirklich sehr, sehr heiß. Hätte ich nicht gedacht, dass es so heiß wird. Das Bügeleisen. Krass.
Ja, Freunde, das war's mit dem Bügeleisen. Wir haben auf jeden Fall herausgefunden, dass das Bügeleisen gar nicht so heiß wird und dass man damit, denke ich mal, auf gar keinen Fall ein T-Shirt anzünden kann oder irgendwie ein Unfall passieren könnte, dass das T-Shirt anfängt zu brennen und dann das ganze Haus abfackelt. Denn die Bügeleisen haben heutzutage irgendwie so eine Sicherung drin, dass die auf jeden Fall nicht allzu heiß werden. Falls ihr noch einen Teil mit dem Bügeleisen sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da, schreibt mir in die Kommentare, was ich damit noch anstellen könnte und ansonsten könnt ihr euch hier noch weitere Videos anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hunt. Peace. Mal zwei.